Eine häufig genutzte Phrase ist, dass der Kapitalismus aufgrund seines inhärenten Wachstumszwanges untergehen müsse. Manchmal wird dieser Mythos auch noch mit etwas Zinskritik garniert. Jedoch gibt es in einer freien Marktwirtschaft keinen Wachstumszwang. Die Marktwirtschaft wächst langfristig gesehen zwar stetig, sie muss es aber nicht. Menschen schaffen ständig neue Innovationen, durch die man mehr mit weniger herstellen kann. Dies ist vollkommen natürlich und wünschenswert. Die Annahme eines Wachstumszwanges ist hingegen auf unser derzeitiges, ungedecktes Papiergeldsystem zutreffend, da dort Schulden plus Zinsen gleich Geld sind. In diesem Fall muss die Bevölkerung laufend mehr arbeiten, um zu versuchen, die exponentiell wachsenden Schulden zu bedienen, wohlwissend, dass es nie zur Schuldenfreiheit kommen kann. Libertäre wissen, dass jede Fiat-Währung eines Tages Geschichte sein wird. Die durchschnittliche Überlebensdauer beträgt gerade mal 27 Jahre. Unser derzeitiges Geldsystem ist unkapitalistisch, da der Staat die Bürger zur Annahme eines bestimmten Zahlungsmittels zwingt. Als Kapitalisten und Libertäre sprechen wir uns für die Abschaffung der Zentralbank aus. Ein freier Markt für Geld wird die Inflation beenden und nachhaltiges Wirtschaftswachstum möglich machen. Mein Name ist Felix, vielen Dank fürs Zuhören.